So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Prison Architect und zwar Folge 36. Ja, wir hatten gerade in der letzten Folge einen Shakedown und die Gefangenen waren, glaube ich, minimal angepisst. Scheint aber wieder runterzugehen hier. Ja, 300 plus Gefangene durchsucht, die nichts gemacht haben, aber manchmal muss man halt, ne? Hier unten die Protective Custody, die haben auch ganz schön Ausraster geschoben gerade. Habe ich hier eine. Nee, ne? Aber vielleicht sollte ich eine gearmte Wache hier reintun, um die ein bisschen zu suppressen. Die Schweine. So. Hier scheinen sich einigermaßen die Bücher wieder anzuhäufen. Was ist hier hinten? Das ist mittlerweile fertig gebaut. Sehr gut. Haben wir hier irgendwelche CIs? Jupp. Wie wär's dann, wenn du mal hier meiner Crew beitrittst? So. Ich würde mal ganz gerne hier dich ganz kurz in mein Büro schaffen, Kollege. So, dankeschön. Haben wir hier irgendwo eine Snitch, die. Nee, ne, das sind alles. Ja. Haben wir hier irgendwo jemanden? Du bist auch als Snitch schon gemarkt und du auch, okay. Also kein Problem soweit. Wieso ist der noch hier? Keine Ahnung, warum der noch hier ist. Die sind alle eingesperrt. Okay, hier scheint also nichts zu sein. Hier werden zwar ein paar Sachen rübergeworfen und so, aber ich meine, wie? Die kommen da doch gar nicht ran. Die dürfen da ja gar nicht sein. Ich deaktiviere den mal eben. Ich guck mal eben hier. Hier ist wohl. Ah, okay. Scheinbar dürfen sie da doch sein. Okay. Nee, sie dürfen da nicht sein. Das war dann einfach nur ein Mishap, der nicht hätte passieren dürfen. Genauso wie das mit der Kantine davor auch. Und was ich übrigens mal mache, bevor ich es hier vergesse. Ist. Ich mache das mal doppelt so breit hier. Weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe auf. Auf übelste Traffic Jams, wie hier in der Mitte sind. Wenn die da alle wieder zurückgehen, dann sind die alle übelst am sich irgendwo aufhängen. Was ich mal machen könnte, ist eventuell sagen. Für die Richtung nehmt ihr die Seite. Und für die Richtung nehmt ihr die Seite oder sowas. Vielleicht geht es ja dann ein bisschen besser. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Null Prisoners arriving. Ja, aber wir haben 61, die up für Parole sind. Von daher sollten wir ein paar haben, die uns wieder verlassen heute. Ich glaube, ich muss die Rezeption auch ein bisschen vergrößern. Mal, wie so Ameisen in einem Haufen hier unten. Aber wieso laufen die hier hin und her? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Das Essen ist wohl noch richtig eingeteilt, ne? Ja, die gehen alle hier hin. Du kriegst hiervon bitte Essen. Du. Tust dein Essen nur dahin. Required 63. 64. Sollten eigentlich überall 64 sein. Wieso? Sind hier nicht alle Zellen besetzt? Oder habe ich nicht überall Zellen eingeteilt? Doch, habe ich, oder? Vielleicht muss ich nochmal nachrechnen, dass ich auch genug Zellen eingeteilt habe. Wieso dauert denn das so lange? Wir haben über 60 Arbeiter hier. Versteht man das? Ich verstehe nicht, was die da so lange machen. Guck mal, der baut ein Ding und dann läuft er wieder weg.
Ihr dürft hier schon durchlaufen, ne? Das ist euch gestattet, Arbeiter. Das ist jetzt echt so ein Highway Area, wo alle durchlaufen. Ich meine, da ist ja geradezu eine Einladung, dass irgendwas passiert hier. Naja. Gut, das hier ist jetzt fertig. Das sieht auch wesentlich besser aus von der Breite her. Gut, ist das hier die richtige Höhe? Ja. Das heißt, wir bauen mal hier ein Ding hin. Ist das auch die richtige Breite? Ja. Yep. Okay, und wir bauen hier ein Ding hin. Ich glaube, ich baue es sogar bis hier hin, oder? Habe ich noch genug Geld, um es bis hierhin zu machen? Ja, yep. Okay. Dann machen wir das mal und hier. Ich würde sagen, hierhin. Nee. Nein! Hierhin und hierhin. Das hier müsste eigentlich andersrum, ne? Es geht nicht andersrum. Soll ich einfach gar keine Tür hier hin machen? Doch, ich mache eine Tür hin. Dann ist er halt falsch rum, ehrlich. Ist mir eigentlich egal. Hätte halt schöner ausgesehen, wenn es richtig rum gewesen wäre, aber okay. Muss man halt mit leben dann. Wir sind bei 12% bei dem Todesstrafentyp. Moment. Up for parole. Krasser Shit, ey. Langsam wird's hier echt eng in dem Knast. Vielleicht sollte ich hier hinten auch noch ein paar Parole-Teile hinbauen. Wir kommen auf jeden Fall bald an die 1000 ran hier. An die 1000 Prisoner. Ich glaube, wenn ich das hier alles vollgebaut habe, bin ich fast bei 2000, oder? Nicht ganz sicher, aber könnte passieren. So, bauen wir mal hier einen Zaun hin. So. Und wie sieht es hier oben bei den Kollegen aus? Wie die immer alle hier drinne hängen, ne? Geil. Okay. Wir durchsuchen bitte mal den Zellenblock von denen. Alter. Alter. Alter, wie viele?
Alter, Vater. Viel zu viele. Holy shit, einfach. Ja, klar, okay. Alter, ist das geil. Yay. Okay, wir finden hier aber wahrscheinlich nichts, weil hier einfach nichts drin ist, was man finden könnte. Naja, okay. Da sind wir wieder. Okay, hier ist irgendwie der Barbed Wire jetzt abgegangen, so wie es aussieht. Würde ich sagen, blockt. Würde ich sagen, demoliert die Mauern. Ach, lol, hier ist schon, okay. Okay. Und dann müsst ihr hier die Mauern auch nicht demolieren, dann kann ich hier einfach zumachen hier, ne? So, sehr schön. Dann können wir hier Lock open. Lock open. Es geht doch in die Richtung auf. Okay, gut. Das hier ist so, wie es sein soll. Das hätte ich von Anfang an in der Mitte auch so machen sollen. Okay, so, das brauchen wir natürlich auch noch. Aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass da einfach irgendjemand mal reinlatscht, weil er Bock hat. Das ist nämlich gar nicht cool. So. Könnten wir bitte das hier zumachen, bevor die Gefangenen hier rauskommen? Wäre das denn eine Möglichkeit? So, dann brauchen wir natürlich hier drinne. Ich mach mal hier entlang an der Wand. Macht erst die Wände zu, verdammte Scheiße, Alter. Macht erst die verkackten Wände zu. Immer erst nur ein Ding machen, ne? Hauptsache nicht mehrere Sachen gleichzeitig tun. Wir kriegen 9 neue in 2 Stunden erst. Okay. Die Überlegung, die ich jetzt habe, ist, soll ich hier Parole-Zimmer reinmachen? Wie groß müssen die dann sein? Parole ist 5x5. Ja. Das nimmt halt extrem viel Platz weg hier, ne? Parole. 5x5. Und wenn ich jetzt hier am Rand immer alles mit Parole voll schmieren würde, sozusagen. So. 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 Ne, das geht auch nicht. Vielleicht mache ich hier Parole rein. Würde das gehen? 5. 5. 5. Ich meine, gehen und gehen, ne? Also würde schon gehen an sich. Ja, ich glaube, ich mache die hier hin und mache da außen dann lieber so Sachen wie den Arzt und so weiter hin.
Gut, das heißt, hier würde dann 2, dann eine Tür, dann wieder 2. Immer so. Soll ich es auf der anderen Seite genauso machen? Ich glaube, ich mache einfach mal genauso. Und huch, ich glaube, ich hab's nicht richtig gemacht auf der Seite. Upsies. So. Und gut, und dann brauchen wir natürlich auch noch Lampen. Das wäre natürlich vorteilhaft. So und so. Ist bald 8 Uhr. Jupp, wir gucken mal eben hier drüben, dass nichts anbrennt. Oh, ganz viele Fragezeichen. Nicht so geil. Die sind ja trotzdem relativ friedlich hier, ne? Der ist in Lockdown oder so. Ja. Für was denn? Destruction attacked staff. Für attacked staff solltest du aber eigentlich nicht in Lockdown sein, oder? Eigentlich. So. Mann, sind das hier lange Distanzen, die man hier zurücklegen muss? Alter Vater. Okay. Ich glaube, ich habe es leider eins seitlich versetzt, aber wir haben hier einen Baum. Ne, haben wir nicht. Okay. Und da ist wieder Geld. Aber nicht genug. Wie zum Teufel verdienen wir gerade 90.000? Also ich will mich ja nicht beschweren oder so, ne? Aber, hä? What the fuck? Na komm schon. Lass hier die ganzen Parole-Typen frei oder sowas. 5 up for release. Ja, komm schon. Alter. Langsam ist aber gut mit der Langsamkeit, hä? Wie wär's denn, wenn es mal schneller geht mit dem Geld? Hallo? Oh Mann, ey. Machen Sie hinne.
mal überlegt, dass ich 150.000 am Tag reinkrieg. Ich meine, wenn ich mal hier gucke. Prisoner Grant 101.000. Federal Grant 2.000. 50.000 Dollar am Tag nur durch Exporte. Das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. So, wie sieht's hier eigentlich aus mit hier? Qualified Prisoners 59. Wir können nicht mal ansatzweise genug Arbeitsplätze bieten. Das heißt, wir bauen auf der einen Seite zumindest einen riesen Workshop hin. Oder nee, ich baue auf jeder Seite einen großen hin. Was? Wir sind im Minus? Willst du mich verarschen? Willst du mich dann vollkommen verarschen gerade? Oh. Komm schon, lass die frei. Lass die 10 frei, die hier due for release sind, oder was? Sind die gerade auf dem Weg raus? Nee. Haben wir hier Parole Meetings oder was? Ach, jetzt ist das Geld da. Ich hab gerade so verwirrt da in der Gegend rumgeglotzt. Na egal. So, da ist das Geld. Den können wir lock open machen. Die ganzen, die meisten Türen hier sind wirklich einfach nur da, dass ich hier, ne? Lockdown und dann ist alles zu. Das ist der gesamte Sinn dahinter. So. So und so. Und vielleicht sollte ich dann auch mal in den anderen. Oder wie viele Interessierte haben wir denn hier eigentlich? Paramedical Treatments, 3 in Queue. Wir brauchen gar nicht. Eigentlich hätten wir das gar nicht unbedingt gebraucht, aber ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, das zu haben, einfach nur für den Notfall sozusagen. Als nächstes hätte ich gerne. Haben wir überhaupt genug Interessierte, um in der Bibliothek zu arbeiten hier? 7 Jobs. Die arbeiten auch alle hier. Aber was machen die dann? Nichts irgendwie, oder? Was auf jeden Fall vielleicht ganz gut wäre. So. Wäre wahrscheinlich praktisch. Praktisch. Eine Kirche. Oder eine Kapelle. Wir machen mal hier eine Kapelle. Und dann machen wir eine Library. Bis zur 1, 2, 3, 4, 5. Zelle. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Soweit. Sollte wohl stimmen, nehme ich an. Und dann bis. Huch. Und dann bis hier. Warum auch immer ich es. Ah, wobei, stimmt eigentlich, ne? So, und. Ne, Quatsch. So. Wobei, so rum. Ach, ist ja eigentlich egal. So, und dann, was wollte ich gerade machen? Eine Kirche. Und eine Library. So, auf jeden Fall 4 Lampen. In die Library kommen Sorting Desk. Genau, davon brauchen wir ein paar hier.
So. Das ist irgendwie nicht ganz so wie. Nein. Okay. Weißt du was? Wir machen es einfach so und dann lösche ich die hier wieder raus. So. Und in der Kirche brauchen wir natürlich den Altar. Ich mache mal den Altar hier auf die Seite. Wobei, nee, mache ich gar nicht. Ich mache erstmal so. Brrrt. Sozusagen Religion in Massenproduktion oder was? Naja, so. Und dann machen wir die ganzen Gebetsmatten hier hin. Wieso auch immer man, ich weiß nicht, ob man das im Gefängnis echt macht, dass man hier die von verschiedenen Religionen die Gebete sozusagen in die gleiche, ins gleiche Zimmer legt. Ich weiß ja nicht, ob man das so macht, aber okay. Würde ich jetzt irgendwie merkwürdig finden, weil ich annehme, dass jetzt, das sieht ja relativ christlich aus so, dass der christliche Pfarrer halt redet und der, ich nehme an, dass das hier Muslime sind, weil die haben ja Gebetsteppiche, glaube ich, ne? Und die reden wohl oder singen oder irgendwas machen sie wohl auch in ihren Gottesdienst. Heißt das Gottesdienst? Keine Ahnung, wie es heißt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Finde ich das merkwürdig, dass das im gleichen Zimmer passiert, aber gut. Dann ist es halt so. So. Und so. Objekte. Wir sind hier in der Library. Machen wir wieder den hier und dann. Ich glaube, dann mache ich es hier quasi genau umgekehrt. Ja, ups. So. Oh, wir sind schon bei 28 Minuten, Freunde. Ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.